denke ich an Deutschland in der Nacht. Gibt man in der Google-Bildersuche den Begriff deutsche Wurzeln ein, so findet man ziemlich schnell heraus, wer es alles bis nach Hollywood geschafft hat. Bruce Willis, Sandra Bullock, Leonardo DiCaprio. Wow, alle deutsch? Toll. Gibt man hingegen ausländische Wurzeln ein, so bekommt man Bilder von gesichtslosen Massen, von Grafiken und Charts, von Karten, die rote Bezirke zeigen, Alarmstufe Rot. In der deutschen Gesellschaft gilt das Ausländische als ein gesichtsloses Problem, das es zu analysieren gilt. Hingegen das Deutsche ist die Norm, die sich durchzusetzen sucht. Okay, versuchen wir es nochmal ein kleines bisschen kleiner. Was gibt es Deutscheres als Bibi Blocksberg? Bibi Blocksberg, die kleine blonde Hexe. Sie ist so deutsch, dass sie sogar ihrem Besen einen Namen gibt. Ene mene mei, flieg los, Kartoffelbrei. Da schlägt das deutsche Kinderherz höher. Kartoffeln. Biodeutsch ist noch ein bisschen deutscher als einfach nur deutsch. Das wahre Deutsch, das biologische Deutsch, es ist rein und es ist unverfälscht. Wo doch gerade die Biologie wissenschaftlich belegt hat, dass es keine Rassen gibt, dass der menschliche Genpool divers ist. Es gibt das reine Unberührte nicht, außer in euren schlechten Kinderbüchern. Und ich bin mir sicher, wenn es es gäbe, wäre es sterbenslangweilig. Ich zum Beispiel bin kein guter Deutscher. Ich bin ziemlich faul, ich bin unpünktlich, ich fahre super selten auf der Autobahn. Und trotzdem bin ich ultra-bio-deutsch. Ein Allmann, eine Kartoffel. Ich trage solche Selbstbezeichnungen mit Scham. Ja, selbstgerecht, damit ich mich überhaupt irgendwie schämen kann. Aber es gibt da diese Fraktion, die sich selbst niemals so bezeichnen würde, weil sie es gewohnt ist, keinerlei Markierungen zu tragen. Diese Menschen reagieren auf die Fremdbezeichnung weiße Kartoffel ziemlich eingeschnappt. Dabei gibt es herrliche Kartoffelgerichte. Bio ist für mich Abfall. Wie bitte? Bio ist für mich Abfall. Erinnert ihr euch noch an Nadine? Nachdem sie vor einigen Jahren in der Trash-Sendung Frauentausch auftrat, gab ihr Stefan Raab den Spitznamen The Brain, zog sie wochenlang durch den Kakao, um eigentlich was unter Beweis zu stellen? Dass Deutsche es lieben, sich über andere zu erheben? Dass Deutsche Angst davor haben, in der sexistischen, klassistischen und vor allem rassistischen Hackordnung niemanden mehr unter sich zu haben? Ich glaube, dieser Reflex ist im Grunde Selbsthass. Wenn etwas Makel hat, verdient es keine Empathie, verdient es nicht zu leben. Nicht umsonst sind die Deutschen Meister des Todes. Heinrich Heine sagte einmal, alles Deutsche wirkt auf mich wie Brechpulver. Also ein Pulver, das für die Aussicht auf Besserung erstmal alles schlimmer macht. Das passt sehr gut zum deutschen Hans Wurst. Hauptsache, wir feiern 2 Tage nach Hanau Karneval. Hauptsache, am Ende wird ordentlich der Müll getrennt.